bisschen. Mal alle Kraft zusammennehmen. Und dann mache ich noch mal wieder mein Nudelgedöns, weil das würde ich noch mal essen wollen. Ich habe auch Knoblauchsoße. Nudeln dann auch gleich da rein. Dann werden die auch gleich warm.
nicht mehr so viel. Ich muss noch ein bisschen wieder ran. Rauszuholen. Das ist nicht gut. Ich den ganzen Sud hier drin. Jetzt guckt euch mal diese matschige Dings hier an, die in meiner Hand zermatscht ist. Ja, und ich glaube, da waren die Hunde dran, ne? Also deswegen muss ich die leider wegschmeißen. Aber die wäre jetzt mal richtig schön weich gewesen, ne? Endlich mal. Die anderen sind alle echt hart. Noch so viel, mal ein bisschen. Oh nein! Scheiße! Das ist alles da reingeflapscht. Na toll. Jetzt habe ich hier mit Knoblauch alles zusammen. Ne? Das ist natürlich jetzt gar nicht so gut. Hab ich viel zu viel Knoblauchjoghurt. Scheiße. Naja, egal. Haben wir morgen noch mal Jajuk vielleicht von, also mit dieser Gurke. Das ist nicht so schlimm. Da wird aber jetzt Knoblauchgeschmack mit drin, glaube ich. Egal. So, gucken. Schmeckt schön nach Knoblauch. So. So. Meine Lieben, ich habe jetzt
einmal essen und ihr dürft mein Half-Life hochladen. Ich sitze hier gerade und auf einmal macht das Kratsch, 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 Kratsch. Ich denke mir, was ist das denn? Kratsch, 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 Kratsch. Genau, von da hinten kommt das. Von da. Und dann denke ich mir, das kann wohl nicht sein. Ich gucke die Kamera an. Ich habe keinen Bock aufzustehen. Da habe ich meine Kamera angemacht, weil die zeigt genau dahin. Wisst ihr, was Pascha macht? Der hat sich auf diesen Korbsessel gesetzt und kratzt mit seinen Nägeln, mit seinen Krallen die Sitzfläche weg. Wie verrückt. Ne? Ich schrei, Pascha! Und dann hört er auf und wieder. Und Bonchuk, die sitzt daneben auf der Erde und guckt ihm ganz interessant zu, als wollte sie sagen, was machst du da eigentlich? Muss das sein? Ganz brav sitzt sie da und guckt ihm zu, wie er da die Sitzfläche kaputt kratzt. Also dieser Hund, ne? Ich sag's euch. Ja, was mache ich die ganze Zeit? Nichts. Ich habe meine Videos geschnitten bis Teil 7, meine ich. Oder habe ich schon Teil 8 geschnitten? Ich weiß nicht. Ich bin jedenfalls fast fertig. Und ich habe noch so ein leichtes Hungergefühl. Guckt mal bitte meine Schokoladenseite an hier. Aber hier, dieser Tisch gefällt mir richtig gut, ne? Schöne Ablagefläche jetzt. Schöne Größe. Ich kann all meinen ganzen Mist hier drauf lagern. Vor allen Dingen ist es auch genau die richtige Fläche für meine Arbeitsutensilien. Also mein Handy kann ich hier hinstellen. Ich habe eine Lampe, da ist aber keine Glühbirne drin. Ich weiß auch nicht, wer die da rausgenommen hat. Vielleicht war ich das oder mein Mann. I don't know. Ich kann mir eine Brille hinlegen, meine Taschentücher. Aber diese ganze Schokolade, die habe ich jetzt verdrückt. Aber ich bin echt begeistert von dieser Erdnuss, von diesem Erdnussriegel. Richtig lecker. Ja, das gefällt mir richtig gut. Also das bleibt hier stehen. Ich hatte den schon mal da stehen und da gefiel er mir überhaupt nicht. Ich fand das echt doof. Aber jetzt habe ich richtig viel, weil ich habe doch immer Mist, den ich da hinstellen will, ne? Oder muss. Und hier vorne, den Tisch benutze ich nie. Also als er da stand, habe ich ihn nie benutzt. Da habe ich eigentlich gar nichts drauf gestellt, außer nachts mein Handy. Ja, und jetzt hätte ich nochmal wieder so ein leichtes Hungergefühl nach der ganzen Schokoladenexplosion, aber nicht mehr auf Süßes. Ich werde den Kalmak-Joghurt gleich essen, also den fettigen Joghurt, damit der weg ist. Und das andere, der andere Joghurt, glaube ich, ist mit Knoblauch kontaminiert. Ich glaube nicht, dass ich den erst noch so essen kann. Und ja, dann abwaschen, das habe ich noch nicht gemacht. Das muss ich machen. Meine ganzen Putzexperimente stehen da noch. Ich würde, genau, das fällt mir gerade ein, ich würde gerne meine Mikrosbestellung aufgeben. Ich habe nur noch eine Flasche Wasser. Die habe ich jetzt noch nicht angebrochen, aber gerade in den Kühlschrank gestellt. Orangensaft werde ich trinken. Genau, Durst hätte ich nämlich auch. Und dann bin ich eigentlich willens, ein Video zu drehen. Ne? Ich habe gerade da so zwei, drei Ideen noch. Keine Lust, wirklich gar nicht. Aber ich habe keine Videos mehr auf Vorrat, keine Quatschvideos mehr. Ich glaube, ich habe nur noch zwei, die habe ich noch in der Wohnung meines Sohnes gedreht. Die müssen eigentlich jetzt auch mal hoch. Ich glaube, das sind noch Herausforderungsvideos. Übrigens, einige von euch hatten da, als diese Hate-Sachen da immer noch waren, von letzte Woche oder so, hat das ja, glaube ich, Alhamdulillah ein Ende genommen. Da wurde mir manchmal vor, ich würde da irgendwelche Lügengeschichten erzählen oder irgendeinen Quatsch erzählen. Nein, das ist kein Quatsch. Alles, was ich erzähle, entspricht der Wahrheit, ja. Aber es muss ja keiner glauben, ne? Also ich zwinge niemanden dazu, meine Sachen zu glauben. Oder ihr könnt das ruhig in Frage stellen. Das ist mir relativ egal. Aber wollte ich nur mal erwähnen, da ist nichts gelogen. Ich lüge sowieso nicht. Wenn ich irgendwas mache, dann verschweige ich Dinge, weil die einfach nicht in die Öffentlichkeit gehören. Und dann kommt das manchmal so rüber, als sei es gelogen, weil es nicht zusammenpasst. Aber lügen tue ich nicht. Jedenfalls sehr ungern. Natürlich, wir lügen alle wahrscheinlich irgendwann irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ja, ich glaube auch, dass man es täglich tut. Aber keine bewussten extra Lügen. Also das kommt bei mir wirklich ultra selten vor. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das alles, was ich eben angekündigt habe, mache ich noch. Ich bräuchte auch noch mal wieder frische Luft. Gehe vielleicht gleich noch mal nach oben, atme noch einmal durch. Ich huste wieder sehr viel gerade.
Ja, ich bin schon den ganzen Abend wieder am Husten. Ich muss da echt mal zum Arzt, ne? Ja, mal sehen, vielleicht wenn ich morgen, also noch ein bisschen Racer, runtergehe. Morgen ist Samstag, ne? Ja. Morgen könnte ich mal zum Bazar gehen, die übrigens immer extrem voll sind. Ne? Ich laufe manchmal ehrlich am Bazar so rum. Da denken die Leute dann wahrscheinlich auch. Aber das ist wirklich wahnsinnig voll. Ne? Du stehst da manchmal Mann an Mann. Und ich mag den Geruch der Leute auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Man riecht nach Schweiß, man riecht nach Parfum, man riecht nach Mensch. Wirklich, es gibt Menschen, die riechen einfach nur nach Mensch. Jeder Mensch riecht ja anders und diesen Eigengeruch, ich kann das immer weniger ertragen. Ne? Das wird immer schlimmer, glaube ich, je älter ich werde. Ja, und dementsprechend, ich habe das jetzt zweimal, seit ich wieder hier bin, dass ich so laufe, weil ich das einfach nicht abkann. Ne? Naja, egal, das soll euch nicht stören. Da werde ich morgen hingehen, Allahissanversa, und werde nochmal gucken, ob ich noch ein bisschen Gemüse finde, ein bisschen Obst vielleicht. Mal gucken, was ich da so auftreibe, aber nichts Schweres möglichst. Vielleicht kaufe ich tatsächlich noch mal ein paar Erdbeeren, koche die einfach ab, dass ich da immer so ein bisschen mir in den Joghurt mitmachen kann. Mal schauen. Ich kaufe sehr ungern, es gibt das auch tiefgekühlt. Also in Deutschland kaufe ich immer Tiefkühlobst. Aber wie gesagt, die Kühlkette hier, ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch, dass die immer eingehalten wird. Gut, mein Lieben, dann werden wir das mal so machen. Ich werde ein bisschen Joghurt jetzt essen und meinen Saft trinken und nochmal ein bisschen frische Luft schnappen.